Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 1 Final Mix. Im letzten Part haben wir Proviant besorgt und die drei nervtötenden Final Fantasy Charaktere auf der Insel endlich verprügelt. Und jetzt ist es Zeit, dass wir die Insel verlassen und aufs Floß fahren, nicht wahr, Kairi? Ja, wir machen Schluss für heute. Gehen wir heim. Also morgen ist der große Tag. Wir sollten uns ausruhen. Ja. You know, Riku has changed. What do you mean? Well... You okay? Sora, let's take the raft and go. Just the two of us. Huh? Just kidding. What's gotten into you? You're the one that's changed, Kairi. Maybe. You know, I was a little afraid at first. But now I'm ready. No matter where I go or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. That's good. Sora, don't ever change. Huh? Can't wait. Once we set sail, it'll be great. Donald? Entschuldige, dass ich ohne ein Wort aufbreche, aber es braut sich ein großes Ungemach zu. Ich weiß nicht wieso, aber die Sterne sind einer nach dem anderen verloschen. Das bedeutet großes Unheil. Ich verlasse mich ungern, aber ich muss, mich auf der Suche begeben. Es gibt jemanden mit einem Schlüssel. Dem Schlüssel für unser Überleben. Du und Goofy, ihr müsst ihn finden und bei ihm bleiben, verstanden? Ohne den Schlüssel sind wir verloren. Geht zur Stadt Travers und sucht Leon. Er wird euch den richtigen Weg weisen. PS? Entschuldige, dass du mich... entschuldigst du mich bei Mini? Danke, mein Freund. Oh dear, what could this mean? It means we'll just have to trust the king. Gosh, I sure hope he's all right. Gladys, don't worry. We'll find the king and this key. Thank you, both of you. Can you take care of them? Of course. You be careful now, both of you. Oh, and to chronicle your travels, he will accompany you. Over here! Cricket's the name. Jiminy Cricket at your service. We hope for your safe return. Please, help the king. Gosh, Jiminy, your world disappeared too? It was terrible. We were scattered. And as far as I can see, I'm the only one who made it to this castle. Goofy? Oh, right. I gotcha. You mean while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Order! Right. World border. Oh, I guess we'll need new duds when we get there, huh? Oh!
can't wait. Once we set sail, it'll be great. A storm? Oh no! The raft! Sora! Dinner's ready! Come on down! Sora? What's that? Riku's boat! And Kairi's! Oh Gott, was ist hier los? Oh, die Musik! Die Musik ist so gut! Mann! Ich glaube, Night of Fate heißt die... der Soundtrack. Und mein Gott, ist es eine Night of Fate. Das heißt Nacht des Schicksals. Obwohl, wenn ich so überlege, wo ist der große Unterschied zwischen den Worten Fate und Destiny? Sie heißen beide, glaube ich, Schicksal. Ich glaube, im Deutschen hat man da keinen wirklichen Unterschied in den Wörtern. Und hier ist eine Tür. Was ist das für eine Tür? Ich musste das Riku finden. Okay, finden wir Riku. Übrigens. Hier kommen wir zu einer der absolut wichtigsten Stellen in ganz Kingdom Hearts. Also wirklich. Where's Kairi? I thought she was with you. The door is open. What? The door is open, Sora. Now we can go to the outside world. What are you talking about? We gotta find Kairi. Kairi's coming with us. Once we step through, we might not be able to come back. We may never see our parents again. There's no turning back. But this may be our only chance. We can't let fear stop us. I'm not afraid of the darkness. Riku. Das Schlüsselschwert. Das Schlüsselschwert. Ja! So ist es richtig! Endlich haben wir mal eine Waffe! Mann! Ja, das war die Stelle, wie Sora sein Keyblade bekam. Und falls ihr Birth by Sleep kennt, wisst ihr, dass das irgendwie gerade ziemlich seltsam ist und eigentlich gar nicht so sein dürfte. Was, aber hier auch noch erklärt wird. Deswegen, eine Sache triggert mich deswegen immer, wenn man Sora einen gewissen Titel gibt, den er einfach nicht hat. Das ist immer so, nein, nein. Okay, hier ist niemand mehr. Hier sind noch welche. All die Herzlosen. Die ganzen kleinen Schattenlurche. Übrigens, das sind reine Herzlosen. Die haben wir auch mit Aqua gesehen. Es gibt noch andere. Aber das sind so die reinen. Die original Herzlosen, wenn man so möchte. Gibt auch mehr oder weniger nicht reine. Aber die heißen... Ich glaube, die heißen ja auch Reinblüter sogar. Die nennt man so. Dann gibt es welche, die halt ein bisschen anders sind. Aber ja, wir können kämpfen. Das macht es eigentlich sehr, sehr angenehm. Mit dem Kingdom Key. Oder Königsanhänger, wie er auch heißt. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe das Gefühl, das Ganze fühlt sich schon besser an. Allein auch die 60 FPS und alles. Das hat schon ein gutes Gefühl. Und ja, es ist nicht verkehrt, die Gegner hier mitzunehmen, würde ich mal behaupten. Weil, ja. Level up Schaden nie. Vor allem hier, wie es mit den Fähigkeiten im ersten Teil ist, ist ein bisschen sowas wie Analyse, wo wir allein die Leben der Gegner sehen, kriegen wir hier nicht irgendwie standardmäßig auf Level 3 oder sowas, sondern
Puh, ich glaube, mit dem Bild, den ich jetzt auch gewählt habe, mit einem Level 9 erst. Ja. Auf jeden Fall, wir könnten hier eigentlich die ganze Zeit leveln, wenn wir wollten. Meine ich zumindest. Aber wir sollen hier hin. Puh, hier waren wir schon mal. Was passiert jetzt? Ja, jetzt ist er richtig da. Auf Scheiße. Kann ich ihn jetzt zurückschlagen? Na komm schon. Ach komm, lassen wir es. Ist mir egal. Scheiß auf die Tech-Punkte. Au. Ah, auf jeden Fall die Szene, die gerade da war. Merkt sie euch. Fucking wichtige Szene. Nicht die wichtigste. Aber mit dem Moment des Schlüsselschwerts gerade. Einer der wichtigsten. Und wenn man sagen muss, dass die Szene. Ja doch, die hat schon viel Relevanz noch. Auch in späteren Kingdom Hearts Teilen. Recht wichtig. So. Ja, ich habe das Gefühl, das Gameplay ist wirklich die ganze Ecke schneller. Ja, 60 FPS, ne? Ja, der hat ein paar neue Tricks übrigens drauf. Und dieser Schatten durch. Was machst du da? Ach so, der zieht was raus. Aber der ist down. Oder? Nein. Ah, ich habe nur genug Tech-Punkte bekommen, scheinbar. Oder Schatten durch und sowas. Das wird jetzt ein bisschen hart. Ich glaube, jetzt fliegt hier was runter, oder? Au. Ja, die können ordentlich Schaden machen. Aber schön, dass das Tutorial uns auf diesen Boss sogar vorbereitet hat. Auch wenn er jetzt ein größeres Angriffsmuster hat. Da ist er down. Hey, you know, maybe we ought to go find Leon. Oh, Donald, you know, I bet you that, What do you know, you big coyote? What do I know? Come on, Pluto! Dream. Oh, where am I? Oh boy. Do you know where we are? Oh, hey! Hey, wir sind woanders hingekommen.
Wisst ihr, hier, das ist so eine Stelle im Spiel, wo ich mir dachte, wow, die ist eigentlich auch wieder ziemlich cool, weil irgendwie, ihr müsst euch so vorstellen, ne? Sora ist, glaube ich, hier 14? 15? 15, 14, so 14, glaube ich. Und stellt euch vor, ihr seid 14, kommt komplett weg von zu Hause und seid irgendwo in einer dunklen Stadt in der Nacht. Vor allem, wenn ihr überlegt, was das für eine Art von Stadt ist. Es ist quasi ein Rückzugsort für Leute, dessen Welt halt zerstört wurde. Das ist Traverstown. Und du bist quasi hier auch gelandet jetzt. Weil, naja, Destiny Island hat jetzt einiges abgekriegt. Allein nur dieses Feeling hier finde ich schon irgendwie recht interessant. Aber ja, schauen wir uns um. Ist das alles seltsam hier? Ich bin in einer anderen Welt. Ja. Die Traverstown-Musik. Mann, ist die gut. Post. Mach mit beim Postkarten-Gewinnspiel. Mit 10 Postkarten bist du dabei. Ah, okay. Und jetzt Mori. Ey, Mori. Ich habe schon eine ganze Weile da oben, bis wir alle Ecken und Kassen dieser Stadt kennen, Kupo. In bestimmten Bereichen kannst du jetzt nicht gehen. Du musst doch warten, Kupo. Kupo, Kupo, Kupo. Ja. Und yeah, wir haben unser Schlüsselschwert hier immer dabei. Das ist so cool. Wer bist du? Du siehst nicht gerade begeistert aus. Ich sehe lauter neue Gesichter heute. Eben ist hier ein seltsames Paar vorbeigelaufen. Okay. Hier ist eine Truhe. Die würde ich doch gerne mitnehmen. Lässt sich nicht öffnen. Sehr suspekt. Willst du mich verarschen? Ja, yeah, als ob die sich nicht öffnen lässt. Was ist mit dir, gute Frau? Die Kerzen da drüben wurden von Moris angefertigt. Wenn nur ein paar auspustest, flackert die Flamme sofort wieder auf. Wahrscheinlich kann man sie nur mit Zauberei löschen. Okay. Das kann sein. Was ist hier Cooles? Nichts. Nice. Oh, das gute Traverstown. Die Musik. Die Musik. Irgendwie ein Soundtrack, der mir damals schon irgendwie nostalgisch vorkam, ohne dass er wirklich nostalgisch ist. Ich weiß nicht, irgendwas hat diese, hat die Musik. Irgendwas Cooles, einfach. Was bist du denn? Oh, der Tor da drüben führt nach Traverstown Nord. Da hinten liegt Traverstown Ost. Okay. Was ist mit dir, Kleiner? Unser Atelier, Cooper? Hier erforschen wir Items und versuchen, die ultimative Waffe zu spielen, Kupo, um die endgültige Verdammung des gesamten Universums herbeizuführen, Kupo. Wir werden alle töten. Schau mich an. Ich mein's ernst, Kupo. Ja, yeah, meinst du. Ey, aber wir können hier lang. Hier muss es noch mehr zu sehen geben. Okay. Was jetzt? Ja, gut, dann halt nicht. Tut mir leid, Spiel. Tut mir leid. Der Filou-Finger zeigt nach Osten. Das ist lustig. Ey, Clay! Hast du den Finger von hier genommen? Weil du aus dem Osten kommst. Reinspaziert! Wer kann nicht behilflich sein? Ah, bloß ein Kind. Ich bin kein Kind und ich heiße Sora. Okay, okay, beruhig dich, Kleiner. Und so ein langes Gesicht, Sora. Hast du dich verlaufen? Nein, naja, vielleicht doch. Wo sind wir hier? Ne? In der Stadt Travers? Sag mal, Opa, ist dies wirklich eine andere Welt? Nämlich nicht Opa, ich heiße Sid. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber... Aber deine Insel sind wir bestimmt nicht. Ich sollte lieber Rico und Kairi suchen. Also viel Glück, was auch immer du vorhast. Wenn du in Schwierigkeiten steckst, komm zu mir. Vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen. Übrigens, das ist Sid. Ein Sid von mehreren Sids. Aber dieser Sid ist aus Final Fantasy VII. Das ist ein cooler Sid sogar. Kommen wir... Ja, ich komme hier ran, aber... Doch, die kann ich öffnen. Mithrilerzen, nice. Hier haben wir auch einen schönen Speicherpunkt. Können wir uns mal schön speichern gönnen. Ja. Yeah. Wir spielen schon über 2 Stunden. Oh Mann. Was ist hier? Untersuchen. Ein Kamin. Ja. Yeah.
Information: Geschmiedete Items wie dieses Prachtexemplar sind ein. Okay, ein Kristall. Noch immer. Was brauchst du? Ich will einkaufen. Also, was soll sein? Ich werde das kaufen. In Ordnung. Ich habe kein Geld. Fuck. Ja, dann vergiss es. In Ordnung, komm mal wieder. Ich komm sicher mal wieder. Irgendwann. Ist eigentlich der hintere Bereich des Ladens nun offen, also der obere? Nee, der will immer noch die ultimative Waffe schmieden, um alle zu vernichten, Kupo. Jetzt kommen wir nach Trevor's Nord. Das sind diese Kreatur von der Insel! Ja, vor uns ist gerade einer eiskalt und sauber gestorben. Ja, wir haben Taler gekriegt. Nice. Ganze drei. 200 für eine gute Protoskette. Wäre nicht verkehrt. Sowas mitzunehmen. Hey, Kleiner! Feg dich! Friss mein Schlüsselschwert! Au. Ihr werdet ziemlich übermütig. Ziemlich übermütig. So. Aber ihr könnt nichts. Gegen mich könnt ihr nichts machen. Komm ich da hoch? Nee, schade. Die Taler würde ich ganz gerne immer mitnehmen. 21 habe ich jetzt. Ja, ist halt immer noch nicht wirklich viel. Hier sind mehr. Die Stadt ist ja voll mit denen. Übrigens, nettes Gebäude da hinten. Da werden wir definitiv nicht jetzt hingehen. Doch werden wir. Hey, komm her. Hallo? Was soll das? Oh, da sind noch ein paar neue gespawnt. Oh, wenn ich hier wieder in dem Hauptplatz bin, gibt mir das so ein bisschen, Recoded Flashbacks. Und ja, ich habe Recoded unfassbar gerne gespielt. Mein Gott, und ich war sehr oft in Trevor's und lange. Recoded ist zwar bescheuert für die Story, aber ich finde das Gameplay super. Werden wir auch Let's Playen. Werden wir auch Let's Playen. Ich werde sie alle spielen, alle, auch DDS-Teile. Also, falls ihr fragt, dann wirst du auch andere Kingdom Hearts Spiele machen? Ja, werde ich. Alle. Außer vielleicht, Union Cross. Eine Glocke. Über der Villa mit Kniff soll es eine geben. Okay. Villa mit Kniff. Dieser Name. Durch die ganzen Türen wie diese hier, ist Trevor's immer noch so eine Stadt, wo ich mich, besonders damals habe ich mich unfassbar viel verlaufen. Trevor's ist kein Ort, wo ich denke, ja, da kommt man sehr leicht zurecht. Aber ich habe so damals gedacht, Mann, ist das blöd. Heute überlege ich, aber so, eigentlich ergibt das Sinn, dass man sich hier ein bisschen verläuft. Man soll sich hier erstmal verlaufen, weil wenn man sich, glaube ich, ein bisschen auskennt, ist das okay. Aber ich glaube, das ist extra so gemacht mit vielen verschiedenen Wegen, Gassen und sonstiges, damit man das Gefühl hat, hier ist eine unbekannte Stadt. Das ist aber auch so ein Gedanke, der mir erst wirklich später kam. So von wegen, hey, eigentlich ist es für die Atmosphäre und alles, was hier gerade passiert, recht gut designt, ne? Man hat erst einen kleinen Bereich, wo man sich umschaut. Und dann wird man überall, also nicht überall, aber in mehr Orte zugelassen. Und man verläuft sich. Wo ist der? Leon? Als ob ich die beiden sprechen könnte, mal ganz im Ernst. Hey, wir haben ja wie in Disney Town so ein Plattforming-Segment. Und Herzlose. Natürlich überall Herzlose. Generell in diesem Spiel sind halt viele Herzlose. Das ist auch der große Moment. Oh, Angriffskraft ist gestiegen. Nice. Wäre auch cool, wenn wir mal ein paar Abilities lernen würden. Könnte ich auch mal gleich nachgucken, ob wir welche hätten schon. Hey. Hallo? Ihr dürft gerne sterben. Ihr auch. Wie viele hier auch immer spawnen. Und ja, keine Sorge, das sind nicht immer nur die gleichen Gegner für die, die jetzt nicht sie kennen. Sondern es gibt, es kommen immer wieder andere Gegner. Auch. Auch wenn hier gerade ziemlich viele spawnen. Hey. Hey. Verschwindet! Raus aus dieser Villa!
Ich habe das Gefühl, die hören nicht auf zu spawnen. Gehen wir bei Gutala. Ich bin mir nicht sicher, ist das so ein Ort, wo sie einfach nicht aufhören zu spawnen? Weiß ich nicht. Hier sind wir aber, glaube ich, jetzt in der Hintergasse. Nee, sind wir nicht. Sind wir nicht. Wir kommen jetzt nämlich hier hoch. Und ich glaube, hier gibt es ein bisschen was. Ne? Ziemlich wackelig. Da kann ich jetzt nicht raufklettern. Warum nicht, Sora? Warum nicht? Was ist los mit dir? Oh. Aber, okay, wir könnten nicht... Haus der Welpen. Ja, seht ihr, was ich meine? Ja, auch nicht. Das kann eine Weile dauern. Die 99 Welpen wurden über die viele Welten verstreut, als ihre Welt zerstört wurde. Finde und rette sie. Als ob ich alle Welpen suche. Habe ich noch nie gemacht. Ja, die armen Eltern ohne ihre ganzen 99 Welpen. Wenn ich überlege, wie zum Teufel habt ihr beide 99 Welpen reproduziert? Was ist denn los mit euch? Wie man so drüber nachdenkt, das ist halt super seltsam. Was zum Teufel? Wohnzimmer. Ich glaube, die laufen dann auch hier überall rum, die Welpen, wenn man sie gefunden hat. Und geben einen Items, je nachdem. Ich glaube, alle 10 Welpen oder sowas kriegt man Items. Oder es erscheint eine Truhe oder irgendwas. Man kriegt auf jeden Fall Belohnungen. Ist ein bisschen wie das Goldhula sammeln. Man bekommt für jedes Mal, wenn man quasi eine gewisse Anzahl gefunden hat, auch eine Belohnung, die man sich hier abholen kann. Nur, glaube ich, findet man immer 3 auf einmal. 3 Welpen. So, hier sind wir wieder in einer ganz anderen Ecke von Travis. Da Travis echt ein verwirrender Ort ist. Dadum. Steht hier. Caution. Bla 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 bla. Kann ich nicht lesen. Was willst du denn, ja? Nichts, ich merke schon. Hey. Da ist noch... Oh, da sind ein paar mehr. Nein, wo hast du die alle hergerufen? Oh, Luzidsplitter, das ist nett. Ich glaube, das ist ein Rare Drop von denen. Aber wir haben ja auch so viele gerade. Oh Leute, dieser Frame Drop. Hey! Komm her! Ja. Und ja, wir haben praktisch noch nicht viele Fähigkeiten, aber mit dem Bild, den ich genommen habe, da sollten wir einige interessante Sachen schon recht früh in dem Spiel bekommen können. Neben dieser Dreier-Kombo. Ist auch so eine Sache. Es geht ein bisschen langsam mit den Sachen, was man so machen kann. Abilities. Oh doch, wir haben was. Oh, Ratzefratze. Ratzefatze. Ja, genau. Ausrüsten. Und ja, durch den Charakter-Build, den ich ebenfalls genommen habe, kriegen wir 3 AP. Das ist das Höchste, was man kriegen kann. Und ich mag meine Ability Points, meine AP. Das ist ziemlich gut. Hier sind natürlich wieder ein paar. Oh, da ist eine Truhe. Kann ich die öffnen? Hey! Friss das! Oh Mann. Hab ich sie voll weggehauen mit der, mit dem Fass. Gib her. Eine Potion. Okay, dazu sage ich nicht nein. Wäre, glaube ich, nicht ganz verkehrt, wenn ich mal Item. Achso, ja, ich habe ein paar Potions rausholen. Ja, jetzt kommen sie, oder was? Jetzt sind sie alle da. Wäre nicht verkehrt, wenn ich da ein paar hätte. Ich glaube, bis wir uns mit Magie zum Beispiel, ihr seht ja die ganze Zeit, dass wir MP haben, wenn wir irgendwann Magie haben, ich glaube, es dauert ein bisschen, bis wir mal Vita bekommen zum Heilen. Oh, hier sind wir bei Travis Nord. Ja, come on! Alles zerstören. Hey! Yeah! Könnt gar nichts. Und das hier nehme ich alles ganz liebend gerne mit. Immer schön mitnehmen. Das Geld ist hier echt nicht unwichtig. Besonders nicht am Anfang. Sich ein paar Ausrüstungssachen mal zu kaufen. Ich glaube nämlich, das Spiel entspannt mit Ausrüstungsgegenständen. Also besonders mit normalen Equip-Kram, so Rüstungssachen und sowas. Da gibt es das Spiel einem nicht viel. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen für arbeiten. Und sich schmieden. Ein Hotel. Hier können wir noch rein. Noch verschlossen. Alles klar. Hier ist auch noch verschlossen.
Und sonst würden wir... wo kommen wir hier raus? Ah. Ja. Auf der anderen Seite. Bei Suits and Dresses können wir, glaube ich, auch mal lang. Ja, komm. Passt schon. Ihr hört ja eh nicht auf. Egal, was ich tue. Ihr gebt nicht auf. Nee, hier komme ich nicht rein. Okay, gut. Nee, Sora, bitte hier runter. Dann können wir hier lang. Komme ich hier rein? Nö. Aber da hinten lang. District. Third District. Okay. Traverse Ost. Hier waren wir nämlich noch nicht. Und hier wollen wir vielleicht hin. Hallo? Hallo? Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Hey! Geh weg! Okay, hier ist es doch noch nicht. Dann können wir wieder in den ersten District gleich rein. Und ja. Ich weiß nicht, war das nicht auch noch eine Tür hier? Nee, nee. Ich bin verwirrt manchmal. Kommt hier, ihr Klein. Ah, doch, 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 doch. Hier ist noch was. Später hier, wenn man Blitzzauber kann, da kann man hier was machen. Ich glaube hier generell Wasserblitz und so, wenn man da was... Nee, Eis und Blitz und sowas. Aber ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle mal den Part. Und wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss.